Hallo an alle! Heute werden wir dir die Top 7 der besten Grafiktablets zum Zeichnen vorstellen. Ob du nun ein Profi bist oder einfach nur gerne zeichnest, diese Tablets werden dir helfen, ein präzises und optimales Ergebnis zu erzielen. Bevor wir mit unserer Auswahl beginnen, kannst du dich auch in unserer Beschreibung umsehen, um alle Links zu den in dieser Liste erwähnten Produkten zu finden. Abonniere auch den A-Tech-Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine Hightech-Bestenlisten mehr verpasst. In diesem Sinne, lass uns loslegen! Beginnen wir unsere Auswahl mit dem Grafiktablet PD1161 von Gaomon. Es ist ein günstiges Modell, das mit einem großen 15,6 Zoll Bildschirm daherkommt. Du hast einen 11,6 Zoll großen Arbeitsbereich und dank des IPS-Bildschirms hast du eine beeindruckende Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Es ist mit einem NTSC-Bereich von 72% gekoppelt. Das bedeutet ganz einfach, dass du garantiert mit feinen Details arbeiten kannst, während du dich an deinen lebendigen Farben erfreust. Auf der linken Seite des Tablets befinden sich übrigens 8 Express-Tasten. Sie sind programmierbar, um dir die Produktivität zu erleichtern. Außerdem steht dir ein Stift mit einer Auflösung von 5080 LPI zur Verfügung. Dieser sorgt dafür, dass du feinere Linien in verschiedenen Formen zeichnen kannst. Was die Ergonomie angeht, so liegt der Stift gut in der Hand. Dies wird dir helfen, mit größerer Präzision zu arbeiten. Der große Vorteil dieses Stifts ist, dass er eine batterielose Technologie verwendet. Und ja, dieser Pen AP50 benötigt weder ein Ladegerät noch eine Batterie. Das Gerät ist mit macOS oder Windows kompatibel und es gibt Mini-HDMI und USB-Typ-C Eingangs- und Ausgangsanschlüsse. Kommen wir nun zum Wacom One, das ein hervorragendes Tablet für angehende Künstler ist, die ihr Talent perfektionieren möchten. Es hat einen 13 Zoll Bildschirm mit Full HD Auflösung. Du kannst problemlos mit 2D oder 3D Zeichnungen üben. Der Bildschirm hat eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln und ist mit einer Anti-Reflexionsfolie behandelt. Die Größe des Bildschirms hat den Vorteil, dass die Farben nicht durch den Betrachtungswinkel beeinflusst werden. Was uns hingegen überrascht hat, ist, dass das Grafiktablet keine Express-Taste enthält. Der Stift verfügt über 4096 Druckstufen. Im Grunde genommen werden deine Linien immer perfekt kontrolliert, so als würdest du auf Papier üben. Um sich besser an alle Arten von Künstlern anpassen zu können, unterstützt das Tablet sogar verschiedene Neigungswinkel von bis zu 60 Grad. Du kannst dieses Grafiktablet unter Windows oder macOS verwenden. Der Artisol D16 hat einen 15,6 Zoll Bildschirm. Damit hast du enorm viel Platz zum Zeichnen. Wenn man sich etwas mehr mit seinem IPS-Bildschirm beschäftigt, wird man schnell feststellen, wie lebendig seine Farben sind. Und das liegt an seiner Display-Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Mit einem Betrachtungswinkel von 278 Grad bleiben die Farben von den Seiten aus gesehen genau gleich. Der Bildschirm des D16 ist mit einer Anti-Reflexionsfolie abgedeckt. Der große Vorteil ist, dass sie nicht nur gegen Fingerabdrücke, sondern auch gegen Kratzer resistent ist. Auf der linken Seite des Ziffernblatts befinden sich außerdem 7 Express-Tasten. Der Stylus hat eine bemerkenswerte Empfindlichkeit. Er benötigt weder Ladegerät noch eine Batterie. Es handelt sich um ein ergonomisches Produkt, das 14 Gramm wiegt und dir einen ausgezeichneten Griff verleiht. In Bezug auf die Konnektivität steht dir ein USB 3-Kabel zur Verfügung. An den Computer angeschlossen, benötigt das Gerät keine weitere Stromversorgung und wird sowohl unter Windows als auch unter macOS sehr gut funktionieren. Kommen wir nun zu einem weiteren Wacom-Produkt. Das Cintiq 16 Grafiktablet verfügt im Gegensatz zu anderen Produkten seiner Klasse über einen LCD-Bildschirm. Der Bildschirm verfügt außerdem über eine entspiegelte Überlagerung. Der Bildschirm ist 15,6 Zoll groß und hat eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Dieser LCD-Bildschirm hat eine IPS-Matrix. Auf diesem Modell hast du auch zwei ausklappbare Ständer, die es dir ermöglichen, in einem Winkel von 19 Grad zu zeichnen. Du wirst einen Wacom Pro 2-Stift finden. Ein weiterer 3D-Stift ist separat erhältlich. Er lohnt sich wirklich, wenn der Zweck des Kaufs darin besteht, 3D-Modelle zu erstellen. Der Pro 2 hat eine Druckempfindlichkeit von 8192.
Um seine Konnektivität zu verwalten, erhältst du ein Kabel, das sich in einem USB-A-Stecker und einem HDMI-Stecker aufteilt. Es dient auch als Netzkabel. Alternativ kannst du auch das Wacom Desktop Center verwenden. Mit dieser Anwendung kannst du die Helligkeit, die Farbtemperatur, aber auch den Kontrast steuern. So lässt sich der Bildschirm ganz nach deinen Vorlieben und nach deinen Bedürfnissen als Zeichner verändern und an deine Bedürfnisse anpassen. Und weiter geht es mit diesem Tablet Artisol D22S. Dieses Modell bietet einen ziemlich beeindruckenden 21,5 Zoll Bildschirm. Mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln kannst du es als einzigen Bildschirm deines Computers verwenden. Als kleines Extra wird das Tablet auch mit einem Zeichenhandschuh geliefert. Dank des Handschuhs kannst du problemlos zeichnen, ohne dass deine Hand die Zeichnung ruiniert. Was die Konnektivität betrifft, so beschränkt sich das Tablet auf das Laden über einen DVI-Anschluss. Aus diesem Grund wird es mit einem konvertierbaren Kabel von DVI auf HDMI geliefert. Ob Windows 7, 8, 8,1 oder 10, es funktioniert unter all diesen Betriebssystemen sehr gut. Und wie zu erwarten, ist es auch mit macOS oder macOS X kompatibel. Und wir machen weiter mit dem XP Pen Artist Pro 16, der eine Revolution in Sachen Stifttechnologie verspricht. Es ist ein 15,4 Zoll Display, das dieses Grafiktablet bietet. Die Anzahl der realistischen Farben ist ebenfalls beeindruckend. Das liegt an der Auflösung von 1920x1080 und einem Farbraum von 94% NRSC. Es hat eine gute Neigungsunterstützung von 60 Grad. Der XP Elite Stylus bietet dir 8192 Standardstufen der Druckempfindlichkeit. Was die Konnektivität betrifft, so hast du ein HDMI und ein USB-Anschlusskabel. Du kannst den Stift problemlos unter Windows 7, 8 oder 10, Mac OS X oder sogar Linux einsetzen. Außerdem sind die Installation und die Einstellungen leicht zu bewerkstelligen. Und wir schließen diese Liste mit einem weiteren XP Pen Tablet ab, das im Moment den leistungsfähigsten Bildschirm der Marke bietet. Mit einem 23,8 Zoll Bildschirm bietet er eine 2K-Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Zusammen mit der überlagerten Anti-Reflex-Folie ist das ein wirklich befriedigendes Ergebnis. Es produziert perfekte Erfahrungen, einen Stift auf Papier zu halten. Was die Farbskalen angeht, so wirst du 90% Adobe RGB bekommen. Das bedeutet, dass du eine beeindruckende Farbgenauigkeit haben wirst. Ein großer Bonus für den Zeichner ist, dass du genau 20 Tastenkombinationen hast, um immer anpassbar zu bleiben. Darüber hinaus hast du zwei zusätzliche drehbare Räder, die immer anpassbar sind. Was den Stift betrifft, so ist der XP Pen sehr leicht, hat keine Batterien und bietet eine unvergleichliche Griffigkeit. Der Stift des Pro 24 bietet 8192 Stufen der Druckempfindlichkeit. Außerdem hat das Display eine Neigungserkennung von 60 Grad. Dies ermöglicht dir auch das Arbeiten mit kalligrafischen Stilen. Das 24 Pro verwendet einen USB 2 zu USB 2 Anschluss. Das ist viel einfacher als bei anderen Graphic Tablets und natürlich ist es auch einfach, eine USB zu HDMI Kabelverbindung herzustellen. Wir sind nun am Ende unseres Rankings angelangt und wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat. Du kannst gerne unseren Kanal abonnieren, um weitere Hightech-Rankings zu sehen. Denke bitte auch daran, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du unsere nächsten Veröffentlichungen nicht verpasst. Bis bald!